Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei mir in der Hobby-Ecke. Und willkommen zu Episode 2 von Vlogmas mit Sarah van Draht. Meine Lieben, ich habe meinen Arbeitstag schon hinter mir und es ist noch einen Augenblick hell, hoffe ich. Allzu lange kann die Dämmerung nicht mehr auf sich warten lassen. Ja, ich musste mir erstmal einen Tee kochen. Den ganzen Tag am Rechner sitzen und nicht so viel Bewegung haben. Das geht ganz schön auf den Kreislauf. Und ja, dann ist mir immer relativ kalt. Und da hilft nur warmer Tee und vielleicht mal eine Wärmflasche. Ah, meine Lieben, für mich ist heute endlich der 1. Dezember. Die Weihnachtszeit hat für mich dann jetzt auch ganz offiziell begonnen, obwohl eigentlich so ab dem ersten Advent ist bei mir eigentlich schon vorweihnachtliche Zeit angesagt. In der Zwischenzeit habt ihr auch schon das erste Vlogmas-Video gesehen und ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Intro gefallen. Bei Instagram hatte ich es ja auch hochgeladen und viele von euch haben sich schon sehr gefreut, dass ich wieder Vlogmas mache und das freut mich wiederum auch wieder sehr, dass ihr so viel Freude daran habt und ich hoffe, euch hat die erste Episode gefallen. Da ist ja einiges passiert und für mich ist heute, wie gesagt, der 1. Dezember und das bedeutet, dass ich meinen Garn-Adventskalender öffnen kann und ich habe wirklich den ganzen Tag ausgehalten, damit ich jetzt gleich mit euch dieses schöne kleine Päckchen öffnen kann. Und ich warte jetzt auch nicht länger und luder schon mal rein. Uiuiui. Oh, das ist ein ganz, ganz schöner heller Ton. Oh, mit Creme und Salbei und wunderschönen orangefarbenen, rostorangefarbenen Speckles. Wow. Ah, ich freue mich. Das ist wirklich schön. Der Kontrast ist wirklich nur so ganz minimal. Aber ich freue mich sehr. Und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Liebe Clara, falls du zuguckst, liebe Grüße. Ich freue mich schon sehr, wie das mit deinem Adventskalender weitergeht. Und die erste Farbe finde ich schon mal sensationell. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich werde das hier, glaube ich, auch an meine Lochbrettwand dran bammeln. Und dann gucken wir mal, wie sich die wunderschönen Farben so entwickeln. Und ich habe mir überlegt, dass ich dieses Sea-Glass-Tee oder den Sea-Glass-Pullover stricken möchte. Und das wird auf jeden Fall mein Adventsprojekt. Ich werde es jetzt nicht mehr anschlagen, weil ich noch so ein paar andere Projekte habe, die ich gerade noch auf den Nadeln habe. Aber das will ich auf jeden Fall mit diesem wunderschönen Garn-Adventskalender von der lieben Clara dann stricken. Und ich bin schon ganz gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Och, das belebt doch immer gleich, ne? Einen schönen Strang Wolle in der Hand und Sarah ist glücklich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Für euch ist heute ja schon der zweite Advent. Ich bin wahrscheinlich gerade, wenn ihr das hier seht, auf dem Rückweg aus Quedlinburg, denn am Wochenende fahren wir ja dorthin und ich freue mich schon sehr. Ich bin ganz gespannt auf den Weihnachtsmarkt und so generell auf Quedlinburg. Ich bin schon mal da gewesen mit Hendrik, da sind wir im Selketal wandern gegangen. War super schön da. Und ja, Quedlinburg gehört, glaube ich, auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, wenn ich mich richtig erinnere. Unheimlich viel tolles Fachwerk, aber das werdet ihr ja dann im nächsten Vlogmas-Video sehen, denn natürlich nehme ich euch damit hin. Aber ich muss euch auch mal jetzt was erzählen. Und zwar habe ich die letzten Tage versucht, die English Paper Piecing-Täschlein fertig zu nähen. Und ja, ich muss mich ein bisschen ärgern. Ich muss auch mal was zugeben, was ich nicht so gerne mache. Und zwar bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Reißverschlüssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege das einfach nie auf die Reihe. Die eine Seite sieht immer super aus und die andere, die kannst du in eine Tonne treten. Bei dieser ist das jetzt auch wieder so. Ich weiß, was ich falsch mache, aber irgendwie mache ich es immer wieder falsch und dann sieht es so aus. Und das möchte ich natürlich nicht verkaufen. Ansonsten ist die Tasche fehlerfrei geworden und ich finde sie wunderschön. Aber
Die Perfektionistin in mir sagt, nee, das kannst du ja nicht verkaufen, das sieht nicht aus. Und das ist dann eben so das Ende vom Lied, dass diese schöne Tasche leider nicht zum Verkauf kommen wird. Ich habe das Ganze dann erstmal ruhen lassen und dachte, komm, bevor du jetzt weitermachst, mach erstmal eine Pause und überleg dir was anderes für diese schönen English Paper Piecing Taschen. Der eine oder die andere von euch wird jetzt sagen, ach was, das ist doch nicht so schlimm, ich würde es trotzdem nehmen, aber nee, kann ich jetzt irgendwie nicht so verantworten. Ich habe aber schon eine kleine andere Verwendung dafür und zwar werde ich das als Weihnachtsgeschenk tarnen und dann meiner lieben Schwägerin zu Weihnachten schenken, so als kleine Kleinigkeitentasche, wie ich das immer so schön sage. Das sind nämlich auch ihre Farben. Die mag auch so gerne so tweedige Sachen und so. Und das ist natürlich auch ganz weich und kuschelig und schön. Ja, und die kriegt dann eben diese English Paper Piecing Tasche. Die ist aber auch wirklich so weich. Herrlich. Wunderschön. Ich würde sie ja auch behalten, aber ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe ja auch schon so viele Taschen. Aber ja. Und ich habe ja noch zwei andere Varianten und gestern Abend habe ich mich dann doch noch mal rangesetzt und habe nach einer Variante geschaut, wie ich diese kleinen süßen EPP-Panels doch noch verarbeiten kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, falls ihr auch hin und wieder gerne näht. Wenn ich ganz besonders aussichtslos unterwegs bin und denke, ach Mist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Dann kommen irgendwie immer die schönsten Sachen dabei raus. Und so war das jetzt auch bei dieser Tasche. Und zwar ist die jetzt so geworden. Ich habe hier unten wieder veganes Velourleder. Das Ganze habe ich hier oben nochmal wiederholt, damit das EPP so ein bisschen schön eingefasst wird. Natürlich gibt es hier wieder die Paspel und das Art van Draat Logo darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich finde die so schön, dass ich die gar nicht verkaufen möchte. Ich weiß, ich habe einen Knall, aber wenn ich selber die Taschen nicht toll finden würde, dann würde ich sie auch nicht verkaufen. Aber die hier, oh, ist die schön. Aber auch wieder, das ist eine relativ kleine Tasche und das ist was für jemanden, der unheimlich gerne Socken strickt und Socken überall dabei hat. Für den oder diejenige ist diese Tasche gemacht. Viel mehr passt da auch nicht rein als ein süßes kleines Sockenprojekt. Aber ich finde die so zuckersüß. Die ist so richtig, richtig toll. Und ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe einfach gesagt, ach ja, das passt farblich, mach mal. Und dann ist das dabei rausgekommen. Nur damit ihr halt auch mal wisst, bei mir läuft ganz und gar nicht immer alles glatt und da passiert auch immer mal ein bisschen Mist. Aber es kommt eben drauf an, was man aus dem Mist macht, den man dann so macht. Ja, das hat jetzt sehr intelligent geklungen. Aber hey, es ist nach Feierabend und ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja, meine Lieben. Was steht heute noch an? Eigentlich nicht mehr viel. Morgen nach der Arbeit müssen wir dann den Camper packen, beziehungsweise das machen wir heute Abend schon so ein bisschen. Und ich habe natürlich an meinem Ranunculus-Pullover weiter gestrickt. Ja, da kann ich euch also auch schon mal gleich den Fortschritt zeigen. Und ich habe einen Bärenhunger, weshalb ich jetzt gleich erstmal ein bisschen was zum Abendessen kochen möchte. Ich bin heute nämlich wieder dran mit Kochen und ich habe mir eine leckere Po- oder Pho-Suppe überlegt, beziehungsweise überlegt ist übertrieben. Ich habe da so ein ganz tolles Kochbuch und da werde ich jetzt gleich mal die Zutaten weiter vorbereiten. Hendrik ist auch schon auf dem Heimweg, das heißt, wir können dann gleich lecker essen und die wird hoffentlich auch schön durchwärmen, die Suppe, denn da mache ich auch noch ein bisschen Chili-Soße dran. Das heizt immer ordentlich ein. Viele von euch fragen mich auch ganz oft, ob ich nicht mal so eine VIP-Parade machen kann, also Works in Progress, die schon ewig auf den Nadeln liegen. Und das kann ich sehr gerne für euch machen, aber ich muss euch leider enttäuschen, das sind gar nicht viele VIPs. Aber das sind halt VIPs, die schon echt viele Monate darauf warten, fertig gestrickt zu werden. Aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich immer wieder andere Sachen anschlage und irgendwie auch so ein bisschen den Dampf verloren habe, diese Teile fertig zu stricken. Aber das zeige ich euch dann später. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal
die Zutaten für die Suppe weiter vorbereiten. Ich zeige euch am besten erstmal, was es bei uns gibt. Also das heißt meine Po- oder Fo-Suppe mit Gartengemüse. Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht. Und zwar ist das hier wieder aus dem Die vegane Jeden-Tag-Küche von Nicole Just. Da kochen wir wirklich ganz oft raus. Nicht, weil es vegan ist oder wir Veganer sind, sondern weil wir die Rezepte einfach unglaublich toll und lecker finden. Und so soll das Ganze dann mal aussehen. Ist wirklich super lecker. Hier könnt ihr auch schon die Chili-Soße sehen. Ich habe hier schon mal meine ganzen Sachen vorbereitet. Ich habe noch ein bisschen geräucherten Tofu dazu. Dann gibt es Kürbiskerne, so ein bisschen Wokgemüse dabei. Die Teriyaki-Soße ist inzwischen leer. Ja, und das sind dann so die Toppings. Und ich habe heute Mittag schon mal die Pilze angebraten. Normalerweise sollen das rohe Pilze sein, aber das schmeckt uns nicht so gut. Und hier ist die Basis dieser wunderbaren Suppe drin. Das wird nämlich vorgekocht. Sieht jetzt noch unspektakulär aus, aber ist im Prinzip so eine klare Suppe mit Knoblauch, mit Zwiebeln, mit Sternanis. Und das wird dann unser Abendessen. Bin schon sehr aufgeregt und freue mich schon, weil die einfach super lecker ist. So, das war es auch schon, was ich gerade noch vorbereiten musste. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass noch mehr zu tun ist, aber ist ja auch schön, ne, wenn man ein bisschen Freizeit hat, noch nicht so viel in der Küche rumstehen muss. Bei mir sieht es gerade noch ein bisschen mühlig aus. Das werde ich jetzt erstmal schnell aufräumen und dann zeige ich euch nochmal die ganzen Projekte, die ich noch ja, so ein bisschen in eine Pausenstellung habe. Ich muss meine Aussage von eben gerade noch mal revidieren. Ich habe gerade noch mal alle meine Wips zusammengeräumt und es sind doch mehr, als ich dachte. Wenn ich das nächste Projekt fertig habe, werde ich eins von denen weiter stricken. Mal gucken, ob ich das halten kann. Ich glaube fast nicht, aber fangen wir einfach mal mit dem kleinsten an. Und zwar habe ich das hier in meiner Steven und Penelope Projekttasche. Das ist ein paar Socken und ihr wisst ja vielleicht, falls ihr mir schon länger folgt, dass ich nicht so die Sockenstrickerin bin. Ich stricke zwar unheimlich gerne mit diesen kleinen Xiaogu-Nadeln, extra für Socken, aber ich komme da immer wieder von ab und ich weiß gar nicht warum, weil es mit diesen kleinen Nadeln einfach unheimlich Spaß macht zu stricken. Ich habe mir auch hier so ein wunderschönes Sockenset gekauft, das war Ghost Stories, glaube ich. Das ist die super schöne Farbkombination. Das ist so grau-weiß mit ganz bunten Sprenkeln. Sieht super schön aus. Und dann mit diesen beiden Kontrastfarben dazu. Also ein super schönes Garn. Und ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Und zwar habe ich die Rhinebeck Roomies gestrickt. Das ist, glaube ich, ist das eine kostenlose Anleitung? Und wenn nicht, dann kostet sie, glaube ich, nicht viel bei Ravelry. Ist natürlich auf Englisch von Crazy Sock Lady, so heißt sie. Und es macht total Spaß, dieses Projekt ist super einfach. Das Muster ist wirklich ganz, ganz schön und ziemlich einfach zu folgen. Ich habe jetzt hier oben das Bündchen grün gemacht, die Ferse würde ich dann in dem Orange machen und die Zehen dann wahrscheinlich auch in Orange oder Grün, mal sehen. Aber wie gesagt, das habe ich mal angefangen. Das ist ein super, super schönes Muster und das strickt sich relativ schnell weg. Aber ich komme immer wieder von diesen Socken ab. Ich weiß nicht warum. Dann will ich irgendwie wieder was anderes stricken oder mit dickerem Garn stricken oder was auch immer. Ja, aber das hier ist eigentlich, das könnte ich ruhig mal weiter stricken, weil das wirklich ein ganz tolles Produkt tatsächlich nachher auch wird.
Ich habe jetzt, glaube ich, hier 56 Maschen angeschlagen. Auf dieser kleinen Rundstricknadel, das strickt sich wirklich super weg. Ist ein super schönes Projekt, gehört auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste wieder rauf. Da muss ich unbedingt mal wieder ran und ich sollte es vielleicht auch gar nicht so weit weglegen. Das nächste Projekt ist ein Kuscheltraum und auch hier denke ich mir, wenn ich so sehe, warum habe ich es nicht schon längst fertig gestrickt? Ich könnte schon so lange damit gekuschelt haben, aber auch da bin ich irgendwie von abgekommen, weil es dann irgendwann hieß, ganz viel glatt rechts in Hin- und Rückreihen stricken und da habe ich dann irgendwann auch den Damm verloren. Aber das hier ist der In Good Company Wrap von Espace Tricot. Und auch wenn ich es jetzt so sehe, die Muster, die sind einfach super, super schön und auch die Farben sind so toll. Ich habe mich für eine Kombi entschieden aus Knitting for Olive und Kiezgarn. Das ist hier das Mohair, das ist Pavement. Und diese Farbe hier weiß ich jetzt nicht, die kann ich euch aber auf jeden Fall gerne mal in die Infobox schreiben. Ist eine super leichte Anleitung, wieder auf Englisch, aber dafür kostenlos, weil Espace Tricot meistens Anleitung oder ich glaube alle Anleitungen bei denen sind kostenlos. Wir haben hier so ein richtig schönes Zickzack-Muster. Hier unten haben wir auch ein schönes Muster und hier würden dann noch so Tasseln rankommen. Also wirklich ein wunderbares Projekt. Das Original ist ein bisschen breiter. Ihr seht, meins ist nicht so breit. Normalerweise würde hier noch mal so ein Stück an Breite dazukommen. Ich wollte es nicht ganz so breit haben, deswegen habe ich nur zwei Drittel der Breite angeschlagen. Ja. Es fehlt eigentlich auch wirklich nicht mehr viel tatsächlich. Nur noch ein paar Reihen glatt rechts stricken. Und dann würde hier wieder diese Wiederholung dieses super schönen, einfachen, aber trotzdem effektvollen Musters kommen. Dann noch die Tasseln dran. Und das wäre fertig. Das ist so schön, so weich und so flauschig. Also auch hier denke ich mir, pack's mal nicht zu weit weg, sondern stricke einfach mal ein bisschen dran, bis es irgendwann fertig ist, ja. Und dann würde ich auch schon wieder weitermachen mit dem nächsten ganz bunten. Und das soll auch ein Tuch werden, irgendwann mal, wenn es fertig ist. Und ihr könnt es schon ein bisschen erahnen, was es sein könnte. Und zwar soll das der Night Shift Shawl von Andrea Mowry werden. Das ist ja dieses wunderschöne, große Dreieckstuch mit diesem Mosaik in diesen vielen verschieden verlaufenden Farbkombinationen. Ja, da habe ich ja immer mal wieder angefangen und wieder aufgehört und wieder angefangen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch ewig lange nicht daran weitergestrickt, weil man wirklich gutes Licht dafür braucht, um zu gucken, wie die Farbverläufe nachher so sind. Ich finde den Effekt immer noch wunderschön. Das sieht so toll aus. Aber irgendwie bin ich wieder davon abgekommen, das weiterzustricken, weil ich immer mit den Farben immer so ein bisschen hin und her jonglieren muss, damit es schön aussieht. Ich habe mich hier für verschiedene Garne von Schoppel Edition 3 entschieden, also die ganz unterschiedlichsten Garnkombis. Aber auch hier ist es wieder so, wenn ich es sehe, finde ich super schön. Aber das ist so ein Projekt, da hätte ich jetzt tatsächlich am wenigsten Lust, das weiter zu stricken. Ich weiß auch nicht, komme immer wieder von ab und dann stricke ich mal wieder eine Reihe und dann liegt es wieder 3 oder 4 Wochen in der Projekttasche und sieht kein Tageslicht. Und hier auf der Projekttasche habe ich gerade passenderweise einen richtig süßen Pin. Also neben dem vom La Bien-Aimée habe ich hier noch den Grinch. Passt ja auch gerade wunderbar in die Zeit. Ich freue mich schon sehr, wenn der Grinch mal wieder im Fernsehen läuft. Natürlich kann man den auch streamen. Ja, freue ich mich schon. Ich mag den wirklich sehr gerne sehen. Diesen Jim Carrey als Grinch finde ich einfach sagenhaft. Was ich auch sagenhaft finde, ist das nächste Projekt, das ich hier eigentlich schon fast fertig habe. Ich kann es nicht glauben, dass ich hier nicht weiter gestrickt habe. Und zwar handelt es sich um meinen schönen Ankers-Cardigan von Petite Knit. Oh, guckt euch das mal an. Das ist ja diese gestreifte Variante, für die ich mich entschieden hatte. Ich habe hier auch schon die Abnahmen gestrickt und das hier habe ich gerade so ein bisschen stillgelegt, damit ich immer so hin und her stricken kann mit dem restlichen Garn. Denn das ist alles, was ich noch habe und das muss jetzt erstmal gut aufgeteilt werden. Hier bin ich schon ein bisschen weitergekommen und ihr seht hier auch schon, ist nur noch so ein ganz kleiner, schmaler Streifen. Ansonsten ist nachher jedoch die Hauptfarbe zu sehen. Aber
Wie ihr seht, es ist eigentlich nicht mehr viel zu stricken. Die Ärmel, die sind fast fertig. Also ich weiß nicht, was mich davon abhält, dieses schöne Teil jetzt fertig zu stricken. Ist wahrscheinlich nachher auch was für den Januar, Februar, wenn ich die ganzen Braun- und Orangetöne leid bin und dann wieder was Frisches brauche. Dann werde ich bestimmt zu dieser Jacke greifen. Und was mir hier gerade auffällt, ist, dass ich das untere Bündchen so ein bisschen anders gestrickt hatte, als ich geplant hatte. Und zwar ist das hier so dieses reguläre Bündchen, aber ich wollte es ja deutlich kürzer machen, damit der Cardigan im Prinzip auch so eine Cropped-Länge bekommt und so auf der Taille bei mir nachher sitzt. Von daher werde ich das auf jeden Fall nochmal aufmachen. Irgendwie habe ich das total vergessen, das so zu stricken. Aber das mache ich auf jeden Fall nochmal auf und werde dann wahrscheinlich so die normale Breite von dem Streifen machen und dann schon mit einem richtig dicken Bündchen hier abschließen. Und am Ende habe ich ja dann vielleicht noch ein bisschen mehr Garn für meine Ärmel übrig, sodass die noch ein Ticken länger werden können. Ja, als nächstes habe ich noch eine ganz wunderschöne Traumvariante von Ankers T-Shirt hier liegen. Ich habe dieses wunderschöne Shibui Knits Koan verwendet in der Farbe Pacific. Ich finde die Farbe immer noch wunderschön. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Farbe sehe. Die macht einfach so eine gute Laune. Und hier habe ich an diesem T-Shirt auch schon deutlich weiter gestrickt. Ich glaube, als ich euch das im letzten Podcast gezeigt hatte, war ich, glaube ich, so bis hier oder so. Aber jetzt könnt ihr es schon sehen. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen knautschig und ich tue der Sache überhaupt keinen Gefallen, dass ich euch das jetzt so knautschig zeige. Aber wenn das irgendwann mal fertig ist, dann werde ich es euch auf jeden Fall auch im Tragen zeigen. Und ihr könnt hier schon sehen, wie schön durchsichtig, so halb durchsichtig dieses Mohair ist. Das hier ist auch wieder alles glatt rechts und das sollte ich eigentlich auch nicht so weit weglegen, weil gerade abends, wenn es so dunkel ist und wir vielleicht nur ein bisschen Fernsehen oder Musik hören, dann ist das hier eigentlich der perfekte Strick. Einfach nur rechts stricken in der Runde, bis der Body fertig ist und viel Ärmel ist da ja auch nicht dran. Also das hier wäre für jetzt eigentlich auch das perfekte Projekt an dunklen Winterabenden. Denn da muss man ja nun wirklich nicht so doll aufpassen. Ist eigentlich auch nicht mehr so viel zu tun. Kann ich also gut wegstricken und hätte dann schon für den Frühsommer ein wunderschönes Oberteil in dieser ganz tollen Shibui Knits Koan. Also, ich weiß nicht, was mich daran hindert. Eigentlich nichts. Ja, meine Lieben, wir sind immer noch nicht fertig. Jetzt kommt das vorletzte Projekt, das ich vor gefühlt Äonen mal angeschlagen habe. Ich habe das schon mal gestrickt und zwar handelt es sich um den Winterfell-Cardigan von Katrin Schneider. Ihr wisst es vielleicht, ich habe den in so einer schönen grün-hellblau-Variante und das Teil, das habe ich wirklich nonstop getragen, dass ich schon relativ oft mit dem Fusselrasierer rüber musste. Und ich habe mich hier noch für so eine dunkle Variante entschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt schon mal im Podcast gezeigt hatte. Das hier ist ein La Bien Aimée Sportgarn. Ich kann euch jetzt gerade nicht die Farbe sagen. Aber das ist dieses Grau mit dem Rost drin. Das sieht wirklich super, super schön aus. Und das wollte ich eigentlich diesen Herbst schon tragen. Aber wie ihr seht, dient das noch nicht mal wirklich als Schulterwärmer. Und ich habe diesmal auch eine Größe größer gestrickt. Und da hauen mir schon wieder die Maschen ab. Furchtbar. Eine Größe größer, ich glaube M2 oder M1 habe ich diesmal. Nee, ich glaube, ich habe M2 gestrickt. Die andere Strickjacke, die ist super schön, die passt auch ganz toll. Aber das hier ist eher ja schon sowas für Herbst, für den Herbst, für den Winter nicht. Dafür ist es, glaube ich, zu dünn. Oder für so unter einen Bläser geht natürlich auch wunderbar. Aber das hier sollte so ein bisschen geräumiger und kuscheliger werden. Naja, das muss aber noch ein bisschen wachsen, bevor es wirklich wärmen kann. Aber das ist auch so ein schönes Teil, wo ich mir auch denke, ja, strick doch einfach das weiter. Das ist eigentlich auch ein super entspannter Strick. Natürlich muss man auf der Rückreihe linke Maschen stricken, aber ich habe ehrlich gesagt gar kein Problem damit. Ja, ich kann euch vielleicht noch mal den Namen sagen. Und zwar heißt diese Farbe Santoki.
Ha! Santoki. Und last but not least und so ein bisschen auch der heimliche Star der Show, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hier noch meinen Shifty Sweater von Andrea Mowry. Ja, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Irgendwie hat mich hier auch so, die Lust verlassen, an diesem Teil weiter zu stricken. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Ich meine, irgendwann hat mich dieses Garngewirr so ein bisschen genervt und dass ich hier mit, 4 Nadeln stricke. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Normalerweise könnte man bei so einem Mosaikstricken ja auch wunderbar mit Rundstricknadeln arbeiten, aber das hier ist eine Größe 2,5 und mal gucken, ob ich da nochmal auf eine Rundstricknadel mit Magic Loop Methode wechsle, aber das hat irgendwann nicht mehr so einen Spaß gemacht und das war mir tatsächlich dann irgendwann einfach zu viel, wo ich dann sagte, nee, ich brauche jetzt mal wirklich eine Pause von diesem Teil und muss erstmal was anderes arbeiten und komme dann später zurück. Aber das ist hier mein Shifty Pullover und der sieht natürlich auch wieder super schön aus. Ich muss gerade feststellen, dass die Wolle doch etwas rauer ist. Und zwar ist das Tuku Wool Fingering in der Farbe Uyo. Und ich habe auch Schoppelwolle. Ich schreibe es euch in den Bildschirm. Mir fällt es gerade nicht ein, was das hier für ein Garn ist und wie das heißt. Aber ihr könnt es sicherlich jetzt schon lesen. Ja, also die Kombi finde ich knattergeil, ne? Steht mir eigentlich auch so von den Farben her total gut, sehe ich gerade. Warum habe ich den noch nicht längst fertig? Mann, super schön. Aber wie gesagt, da bin ich dann irgendwann davon abgekommen. Und jetzt, wo ich ihn so sehe, müsste ich ihn wirklich mal weiter stricken, damit er endlich fertig wird. Der wird auch bestimmt sicherlich sehr gut warm halten. Dadurch, dass ja das Mosaik gestrickt ist, hat man hier so eine Art doppeltes Gestrick. Das wird also richtig schön warm sein. Ja, und das waren also schon die Wips, die ich jetzt gerade aktuell noch so auf den Nadeln habe. Es ist wirklich immer verrückt, wenn ich so sehe, was hier so an Projekten rumfliegt. Aber jetzt gilt es, konzentriert zu bleiben und die Sachen einfach mal fertig zu stricken, weil das wirklich, wirklich wunderschöne Stricksachen sind. Und ja, es ist einfach eine Wahnsinnssucht und es macht so viel Spaß zu stricken. Ich meine, ihr kennt das alle, ihr seid ja alle irgendwie strickverrückt, nicht wahr? Ich wünschte, ich könnte schneller stricken, als ich es jetzt gerade tue, aber meine Lieben, aber jetzt machen wir erstmal das Abendessen weiter. Ich habe nämlich schon ganz schön Hunger, ich hoffe, Hendrik ist gleich da. Ach, meine Lieben, es dauert doch noch ein bisschen länger als geplant, bis Hendrik nach Hause kommt. In der Zwischenzeit kann ich ja noch so ein bisschen an meinem Ranunculus weiter stricken und ich bin schon ziemlich weit gekommen, seit ich euch das Teil beim letzten Mal gezeigt hatte, am Donnerstag gezeigt hatte. Und zwar bin ich hier... Tada! Ja, also hier habe ich schon wieder richtig Meter gemacht. Und habe schon die Vorderseite von dem Bündchen gestrickt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum Vorderseite? Hä? Da wird doch nur noch ein normales Bündchen gearbeitet. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache so ein Split-Hem. Also eine aufgeteilte Bündchenkante, sage ich jetzt mal. Ich habe hier vorne jetzt ganz normal mit dem Abketten angefangen und dann 8 cm gestrickt. Und hier hinten habe ich das so ein bisschen versetzt gemacht. Hier habe ich noch einige Reihen glatt rechts gestrickt und bin jetzt schon im Bündchen, damit das hintere Teil dann etwas länger wird als das vordere. Das finde ich vom Sitz her immer sehr angenehm. Und diesmal ist der Pullover tatsächlich ein bisschen oversized. Also jetzt, naja, doch schon ein bisschen mehr. Finde ich aber auch ganz schön. Und ja, fehlt wirklich nicht mehr viel und dann kann ich schon an den Ärmeln weiterarbeiten. Und ja, ich werde jetzt so ein bisschen noch an dem Ranunculus weiter stricken. Mmh,
jetzt muss ich aufhören mit Stricken. Jetzt kann ich endlich die Suppe machen. Hendrik ist gleich da und ich habe schon Bärenhunger. Oh, ganz schön dunkel hier. Besser? Ich glaube schon. So, meine Lieben, dann schaut mir mal über die Schulter. Jetzt gibt's gleich was Leckeres zu essen. Fun Fact übrigens, falls ihr euch fragt, ob das bei mir immer so ordentlich ist oder ob ich das nur fürs Fernsehen mache. Nö. Bei mir muss immer alles seine Ordnung haben, außer in der Hobby-Ecke. Da sieht es manchmal ja ganz schön schlimm aus. Aber in der Küche brauche ich immer Ordnung. Von daher, ja, clear desk, clear mind, sagt man ja auch immer so schön. Und genauso geht es mir halt auch beim Kochen. Ne? Wenn ich hier alles schön ordentlich zu liegen habe, dann macht auch das Kochen Spaß. Naja, was soll ich sagen? Die Stärke hat ein bisschen geholfen, dass der Tofu etwas braun wird. Aber dafür riecht es jetzt hier wie Lagerfeuer, weil das ja irgendwie auch geräuchert der Tofu war. Naja. Wieder gut getan. Meine Lieben, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich euch heute total das Ohr abgekaut habe. Ich war heute scheinbar sehr redselig. Ja, ist bei mir auch manchmal so. Ich arbeite oft alleine und ja, bin dann froh, dass ich mal jemanden zum Quatschen habe, auch wenn ich jetzt gerade nur hier mit meiner Kamera sitze. Aber ich weiß ja, dass das bei euch da draußen ankommt. Heute war so ein Tag, wo halt nicht so viel los war. Und genau deswegen könnte ich mir nie im Leben vorstellen, mal einen Vlogmas jeden Tag zu machen, weil hier passiert ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Aber das ist ja auch okay. Das ist ja auch ein ganz außergewöhnliches Leben, das ich so führe. In meiner Hobby-Ecke. Aber ich hoffe, es war trotzdem was Interessantes für euch dabei. Vielleicht konntet ihr ja auch einfach ein bisschen mit mir entspannen, wie gesagt. Manchmal geht es auch einfach nur darum, dass man ein bisschen Gesellschaft hat, dass man da jemanden hat, der vielleicht ein bisschen erzählt und zeigt. Aber die nächste Episode wird auf jeden Fall ereignisreicher, denn es geht ja für uns morgen Abend nach Quedlinburg. Da freue ich mich schon wirklich lange drauf, dass wir endlich mal wieder mit der Bounty, unserem Camper, unterwegs sind. Den haben wir jetzt gerade schon geholt und ich habe schon ein paar Sachen eingeräumt. Aber jetzt merke ich auch, dass ich wirklich mal eine Pause brauche. Einfach mich auf die Couch hauen möchte und vielleicht noch ein bisschen lesen oder vielleicht noch ein YouTube-Video schauen oder so. Und vielleicht habe ich ja noch die Muße hier hinter mir, noch das English Paper Piecing anzufangen. Da wartet ja noch ein bisschen Arbeit auf mich, damit ich das bis nächste Woche fertig bekomme. Wenn ihr dieses Video seht, ist ja schon der 4. Dezember. Heute ist Barbara-Tag. Keine Ahnung, random Fact hier an dieser Stelle. Übermorgen geht das Shop-Update live bei mir. In meinem Etsy-Shop, da könnt ihr dann die ganzen Taschen kaufen. Bis auf die eine, die ich so ein bisschen verhunzt habe, meiner Ansicht nach. Und ja, falls was für euch dabei ist, würde ich mich freuen, wenn ihr
eine Tasche kauft, die euch hoffentlich Glück bringt, mit meinem kleinen Glücksbringer-Schäfchen dabei, euch Gesellschaft leistet bei euren Strickabenteuern oder Häkel- oder Stick- oder sonst was Abenteuern im Handarbeitsbereich. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet, dass ihr ein schönes Wochenende hattet und ja, dass auch die neue Arbeitswoche trotzdem ein paar schöne Momente, vielleicht trotz Arbeit oder Anstrengung oder Ärger, für euch bereithält. Und wir sehen uns dann am Donnerstag mit dem Vlog aus Quedlinburg wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Gut, meine Lieben. Und dann habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.